Oh, der ist gar nicht hier. Okay, gut. Das kann ich halt gar nicht nachvollziehen, wie man. Warum die als Anhänger Dogen schon wieder. Hey, hey. Oh. Ich würde schon sagen, hört auf, wieder den Fischer zu prügeln. Aber wir müssen den Fischer nämlich auch beschützen. Weil der wird uns nämlich. Okay, der Fischer ist. Ich wollte sagen, den Fischer müssen wir beschützen oder der Fischer ist tot. Ah, super. Frage ist, wie kommen wir jetzt über das Wasser? Ah ne, der ist gar nicht tot, der ist bewusstlos. Wisst ihr, ich habe Schwierigkeiten in der Einigung zwischen Menschen und Wodja Neut. Ich suche einen Wodja Neupriester. Oh. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich habe unfreundlich aussehende Wodja Neu am Ufer gesehen. Haben die den freundlichen Priester vertrieben? Mhm. Okay, dann gut. Hoffe ich, dass sie ihn nicht für immer verschreckt haben. Na, alles klar. Der Typ, Alter. Ich möchte einen Brief nach Visima schicken. Danke. Der redet ja echt viel. Wisst ihr, ich habe Schwierigkeiten, eine Einigung zwischen den Menschen und den Wodja Neu zu arrangieren. Glaubt ihr, die Herrin des Sees könnte mir helfen? In Ordnung. Ich rede mit ihr. Bis später. Okay. Resolutes Mädchen, meine Freunde, steht da vorne wieder einmal. Ach, der kleine Penner heilt sich. Deswegen brauche ich immer so lang für die. Ich weiß alles. Fragt mich. Okay. Pass auf dich auf. Ich weiß alles. Fragt mich. Piss dich. Pass auf dich auf, Kind. Kreis der geschwundenen Magie. Na ja, da. Wir sollten sie mal anquatschen. Reden wir. Jo, gerne. Wo kann ich den freundlichen Priester der Wodja Neu finden? Er betet häufig am Altar der Herren des Sees. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Verstehe. Also ich muss schon sagen, wer das nicht... Ein passendes Cosplay für die ein oder andere Person auf dem Channel? Vor allem jetzt mal so in Richtung der männlichen Männer geschaut, war das nicht voll ein Cosplay für euch? Ich meine so nackt und mit Blutmustern. Wie kommen wir über den See? Wie kommen wir da zur Schwalbenreininsel? Das verstehe ich immer noch nicht. Weil der Fischer sagt ja so, nö, beziehungsweise redet nicht mit uns. Die Frage ist, ob wir später da hinkommen oder... Haben wir vielleicht einfach sein Boot klauen müssen? Einfach zusammengeprügelt, Boot geklaut. Wurde ihr Neupriester, oder ist er ja? Endlich können wir mal mit dir reden, mein Freund. Oh, Gargo Bol, ne? Reden, Gol Bol, Tal Hol. Sag ich ja. Ich habe feindselige Wodja Neu am Ufer gesehen. Sie seien böse, Dagon Laubaltol, wollen Altar von Herren wegleben. Ich fliehen gemusste, jetzt sie fliehen in Wasser. Ich wieder hüten Altar. Ich habe Berengas Auftrag übernommen. Keine Ahnung. Erzählt mir von diesem Konflikt. Wir unter Wasser leben, tief im Wasser. Wir lieben Herren, aber nicht alle lieben. Viele Dagon lieben, Herren verlassen, sie Menschen töten. Hoffe, euer Schwert weglebt, Dagon. Ich Lohn geben. Ah, verstehe. Okay, gut. Großdom Preis Kuh im Dorf. Dagon kommt für sie. Ihr Dagon wegleben, wir geben groß Lohn. Etwas Schwert, etwas wundervoll. Ich soll die Kuh als Köder für Dagon stehlen? Ihr Großdom Preis Kuh auf Altar wegleben. Dagon kommen aus Tiefe. Ich soll sie auf dem Altar opfern. Ihr lieber Menschenopfer? Uralaulol. Na gut. Ich locke die Kuh zum Altar und töte Dagon.
Eden, Gol, Wohl, Tal, Hohl. Machen wir so. Zu. Ich bin kein Kuhhirte, also weiß ich nicht so genau, wie man Großdummpreiskuh anlockt. Obst und Nüsse. Großdummpreiskuh liebt Obst und Nüsse. Obst und Nüsse? Diese Bauern haben den Verstand verloren. Tal, Bohl, Drohl, Lohl. Also wenn ich das richtig verstanden habe, könnten wir auf dem Altar auch irgendwie die Anhänger Dagons Dankeschön. Wir müssen jetzt mal gucken, was es jetzt genau gibt, Alvin. Ich habe Alvin gesagt, dass seine Kräfte eine Gabe sind. Okay, gut. Wellen. Der wurde hier Neupriester will, dass ich Dagon töte und mich herbeizurufen, muss ich die beste Kuh der Dörfler töten. Irgendwie bezweifle ich, dass das die Beziehung zwischen den Völkern verbessern wird. Ich muss ins Dorf gehen und mir die Kuh schnappen. Zeigt sie mag Früchte. Ja, okay, das ist jetzt natürlich scheiße, weil ich habe gedacht, wir müssen vielleicht nochmal mit... Also wir machen jetzt ja eh. Wo ist meine Katze? Die ist abgehauen. Das ist, weißt du, ich bin ein Hexer und Katzen mögen keine Hexer. Boot. Ah, okay. Ah, okay. Kann ich... Ach, damit kann ich rübersetzen, ja? Oh, das wollte ich doch. Oh. Lass mir das Boot. Ach stimmt, wir haben ja ganz am Anfang mit ihm geklärt, dass wir sein Boot gerne benutzen würden, um rüberzusetzen. Oh, jetzt Schwarzschwalbeninsel. Das tut mir jetzt voll leid, Brüder und Schwestern, weil ich wollte hier eigentlich schon gar nicht hin. Das ist jetzt irgendwie echt kacke. Ich muss jetzt eh erstmal wieder rüber. Das tut mir voll leid. Jetzt sehen wir Dinge, die wir noch gar nicht. Jetzt will ich alles erkunden. Ich will alles erkunden. Desktop. Wie groß ist denn das Ding hier? Ach, das ist ja ganz klein. Klippeninsel, Badeplatz in Ayada. Okay, gut, bevor. Wir gehen erstmal wieder zurück. Denn ich will. Es tut mir leid, aber wir müssen jetzt. Ich weiß, schön Animation bei dem Witcher. Nein, ich will jetzt unbedingt erstmal die Mittagserscheinung wegmachen, dann nochmal mit Julian schwatzen und dann gehen wir hier rüber auf diese Insel, weil vorher bringt es nichts, finde ich. Ich weiß nicht, ich bin halt einer dieser Menschen, der mag es, wenn Spiele, also wenn die Sachen abgeschlossen sind. Also erst wenn ich das gemacht habe, dann habe ich das gemacht, dann würde ich gerne das machen, wenn ich das, dann versteht ihr? Anders habe ich irgendwie... Durchgang zu den Feldern. Anders, ich weiß nicht. So mag ich es mehr. Das hat ja bisher immer gut funktioniert. Und es sind ja auch nicht viele von euch abgehauen. Ey, ich muss euch was Lustiges erzählen. Das war ja so geil. Also eigentlich nicht geil, aber es war irgendwie schon lustig, wenn man so dann im Nachhinein drüber nachgedacht hat. Ich habe jetzt seit 3 Monaten nichts hochgeladen, wegen meiner Erkrankung. Und in dieser Zeit ist kein einziger Abonnent abgesprungen. Keiner. Kein einziger. Aber passt auf. Und dann, und nur dann, habe ich wieder Videos hochgeladen und es sind 2 Abonnenten abgehauen. So, hä? War, keine Ahnung, was, waren das irgendwelche Leute, die mich abonniert haben und sich so gedacht haben, oh ja, okay, der lädt nicht hoch, bleib mir halt einfach mal, ne? Und dann so, oh mein Gott, der lädt wieder Sachen hoch, der spammt meine Abo-Box voll, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hä? Verstehe ich nicht. Ach ja, und ich habe gesehen, dass wir einen neuen Abonnenten haben. Die Frau Buchmann, ich grüße dich. Ich hoffe, du guckst auch The Witcher. Und wenn nicht, irgendwann wirst du die Folge bestimmt sehen. Und dann weißt du, ja, der Liam, der hat damals gesehen, dass ich abonniert habe. Der hat mich gegrüßt. Ja, weil mittlerweile kriegst du ja sogar eine Benachrichtigung, wenn jemand Neues abonniert hat, wenn diese Person seine Abos öffentlich geteilt hat. Und das finde ich natürlich gut, weil... Dann kann ich den Leuten, dann kann ich immer sagen so, ja Leute, der und der hat abonniert, das finde ich toll, weil ich mag das, ich mag diese Interaktion zwischen Channel Mensch und Channel Schauern, weil ich weiß nicht, ich finde viel zu wenig Interaktion und deswegen
gerne mehr Interaktion. Rede mit mir. Ich möchte, dass man mit mir redet. So, am Mittagserscheinung. Drago Bol, Drago Lol. Folgt der Mittagserscheinung. Kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Guck mal rein. Alina? Seht Alter. Genau hin. Es ist... so romantisch. Sie hat Blut im ich Schritt. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald... Sie hat Blut im Schritt. Was? Alter. Alina, ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig. Auch wenn mir etwas kalt ist. Etwas? Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meine Liebsten sammeln. Warum wollte Alinas Seele nicht gehen? Ich spüre, dass sie jetzt glücklich ist, denn sie denkt an ihre Hochzeit. Sie weiß noch nicht, dass sie ein Gespenst ist. Vielleicht reicht der Spiegel Nehalenyas nicht aus, den Fluch zu brechen. War ja klar. Ich hörte einst die Geschichte einer Mittagserscheinung, die keinen Nilfgaarder heiraten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie endete. Eine Legende, sagst du. Vielleicht sollte ich einen Volkskundler fragen. Ich versprach Julian, seine Liebste zu befreien. Geralt, liebt ihr jemanden? Ja, ich weiß nicht. Ich habe, das geht dich nichts an. Ich weiß nicht recht. Das ist traurig. Ihr solltet euch verlieben. Das ist ja auch blöd. Ich muss weiter nach lösen. Okay, irgendeine Möglichkeit, also haben sie uns jetzt einen Volkskundler, wen könnte ich denn fragen? Wow, das muss ich gerade vorlesen, das war gerade geil. Ich habe der Mittagserscheinung den Spiegel gegeben. Endlich griff sie mich nicht mehr an und schien sich daran zu erinnern, weil sie einst war. Es reichte jedoch nicht, um sie zufrieden finden zu lassen. Ich muss weiter nachforschen. Warum muss immer alles so geschehen wie in den Volksmärchen? Also... Hauskampf, Rüstung, Wellen, ja. Das heißt, für uns ist erstmal zum Dörfli und einen Volkskundler finden, der uns vielleicht helfen könnte, Alina, ja, zur Ruhe zu betten. Und dann könnten wir endlich auf die Schwarzschwalbeninsel. Warum? Also ich meine, mein Gehirn ist ja so schon echt dezent behindert, aber wieso denkst du die ganze Zeit bei Schwarzschwalbe an eine Bordsteinschwalbe? Also ich bin so... Ich sag ja. Oh, ein Wyvern! Der interessiert mich gerade aber nicht. Fuck you, Wyvern. Fuck you, Mittagserscheinung. Fuck you all, ey. Ich will einfach nach Hause. Haben wir denn überhaupt einen Volkskundler gesehen? Und ich muss die scheiß Kuh klauen. Stimmt ja. Ich muss die scheiß Kuh klauen. Ups. Hab ich Obst dabei, bitte? Ich will die verdammte Kuh jetzt klauen. Ich wollte von Anfang an nichts anderes als diese Kuh klauen und töten. Ja, geil. Das heißt, ich darf mir irgendwo Essen in der Stadt kaufen. Die scheiß Kuh leckt mich doch am Arsch. Aber ich glaube, Rittersporn dürfte doch eigentlich viel über Volksmärchen, Legenden, Mythen und Sagen wissen. Ich meine, so als Bade? Als Bade? Ich weiß nicht. Außerdem hat er ja... Ach nee, Quatsch, den Wirt muss ich fragen. Der Wirt hat ja schon mal sowas gesagt. Sowas in die Richtung, ob wir eine Geschichte hören wollen. Und ich glaube, wenn wir den jetzt fragen, gibt uns eine gute Antwort. Oder die Tochter von ihm, die mit... Nein. Wie kann ich euch helfen? Eine Sache noch. Ja? Ja. Ihr kennt bestimmt einige interessante Geschichten. Natürlich. Ich bin Schankwirt. Alles. Unterbrecht mich. Und sie heiratete okay, einen König, nicht. Priester, Magier, Krieger. Richtig. Nein, danke. Wie kann ich euch helfen? Eine Sache. Ja? Ich möchte ein Zimmer mitnehmen, haben wir ja schon. Seine Frau vielleicht? Kann ich euch helfen? Ich habe ein paar Fragen. Fragt, Reisender. Was hat es mit dieser Siedlung auf sich? Trübwasser.
Achso, was mach mal ist mit der Unterwasserstadt? Seewasser verschlang die Unterwasserstadt. Es heißt, die Lasterhaftigkeit ihrer Bewohner habe die Götter erzürnt. Atlantis, ne? Jetzt leben die Wodja neu in der Stadt. Okay. Wodja neu? Ein altes unterseeisches Volk. Wir respektieren einander, aber unser Verhältnis hat sich verschlechtert. Erzählt mir von ihnen. Sie kamen vor langer Zeit, ehe die Stadt überschwemmt wurde. Sie leben in Palästen unter Wasser. Sie stellen Werkzeuge und Tant her, darunter die berühmten, angeblich magischen Steine von Ys. Ys. Ihre Krieger sind tapfere Kämpfer, greifen jedoch selten an Land an. Vorwiegend vertreiben sie Schatzjäger. Ein unterseeisches Volk vernunftbegabter Wesen. Interessant. Naja, warum nicht? Zutat wurde ja neu schuppen. Tagebuch einer Zutat wurde ja neu belassen. Ach was. Geralt? Hi. Machen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie ich Alinas Seele helfen soll, ins Jenseits zu gelangen. Ich darf gar nicht daran denken. Meine arme Alina. Sicher leidet sie schrecklich. Vielleicht solltet ihr weisen Rat suchen. Sprecht mit einer Hexe oder der Herren des Sees. Okay. Lebt wohl. Die Herren des Sees wollten ja eh. Die Herren des Sees oder ein Heiler könnten mir helfen, Alinas Gespenst. Ja gut, die, die Abigail hat ja eigentlich schon gesagt, was sie denkt. Und das war ja ihre Idee mit dem Spiegel und das hat ja nicht funktioniert. Das müssen wir wahrscheinlich wirklich die Herren des Sees fragen. Es ist halt ein ewiges Rumgelaufen, habe ich irgendwie das Gefühl. Was wollt ihr? Ich weiß. Das eitle Weibsbild. Der Spiel. Verlorene Ritter. Viel Glück, Hexer. Okay. Ich muss. Ah, scheiße, ich habe gerade was übersprungen. Nein! Nein, das war was Neues. Ich habe gedacht, die redet nur wieder das mit dem Spiegel. Ach, scheiße. Okay, klemmen wir das erstmal mit dem Ritterspörnchen. Und wir müssen bei irgendjemandem müssen wir was kaufen. Obst und Nüsse und Nüffe und Obst. Fangen wir den. Ey, Wapoi, ja. Ey, Wapoi. Lebt wohl. Super. Ich hab gedacht, kann man bei der Tochter. Ist sie irgendwo? Nee. Ritterspawn! Kellerin. So, dann verkaufe ich dir nämlich jetzt mal nichts. Doch, das Wyvernfleisch, das ich nicht brauche. Und dafür hätte ich gern Obst. Ja. Hast du. Okay, das nehmen wir noch mit. Ja, gut. Wir haben ein bisschen was, die können wir auch. Okay. Scheiße. Du hier. Du hier. Fisch, du auch hier. Bleibt ihr alle hier? Dann nehme ich nämlich lieber den Alkohol dafür mit. Und kann daraus schöne Sachen bauen. Was bist du denn? Bärenfett. Ja. So. Dagobol. Dagolol. Rittersporn? Geralt? Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Gut, raus damit. Ich brauche ein Gedicht. Eine Ballade. Eine Ballade? Kein Problem. Aber wenn ich es richtig machen soll, muss ich wissen, für wen. Alina, die Tote. Alina. Soll sie nicht übermorgen heiraten? Nicht mehr. Also, worüber soll ich schreiben? Tod? Über den Tod, Rittersporn. Alina ist tot und ihr Geist wandelt tagsüber auf den Feldern umher. Wir müssen ihr irgendwie begreiflich machen, dass sie nicht mehr zu den Lebenden gehört. Das ist kein alltäglicher Auftrag. Aber schließlich bin ich Profi. Gibt es irgendwelche Vorgaben? Jugendfrei, bitte. Provoziert sie nicht und keine Witze. Sie ist gefährlich. Ich brauche Zeit. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang. Trefft euch vor Einbruch der Dämmerung auf den Feldern mit mir. Warum? Vor Einbruch der Dämmerung? Das ist ja... Das ist doch Quatsch. Warum denn bitte... Warum denn bitte so... Also ich weiß nicht. Sollte er nicht tagsüber? Nee, sollte er nicht. Doch tagsüber, da ist er doch da. Ich meine, natürlich können die beiden auch einfach mit jemandem reden, der nicht da ist. Ich meine, Geralt und
Geralt und Rittersporn würde ich es zutrauen. Geralt und Rittersporn würde ich es zutrauen, sowas zu machen. So, ich lausche der Musik so gerne und mache meine eigene draus. Techno Remix. Ups, ich habe irgendwas geschlagen. Dragolol, Dragobol. Okay, jetzt sind komischerweise auch ist niemand mehr da. Mö. Ey. Melone? Soll ich Aschen? Ist ein Erdbeere kein Obst? Ist ein Wassermelone kein Obst? Fuck you. Mach ich die weite Reise und sehe keine Spur von einer Hochzeit, Alter, heul halt. Am Abend. Vielleicht sollte ich umziehen. Spasti, ey. Was für eine Memme. Nur weil er seine komische Succubi nicht mehr vergenusswurzeln darf. Nicht jeder darf sowas. Hör doch mal auf, ey. Ich meine, ich habe ja auch keine Succubus, mit der ich. Möchte jemand meine Succubus? Nein, 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 böse. Aus. Pfui. Dragobol, Dragolol. Alter, jedes Mal, wenn dieser scheiß Bildschirm vibriert, erschreck ich und dann ist es nur so ein scheiß Riesentausendfüßler. Ist doch am Arsch, ey. Voller erschrocken, gerade so, alles vibriert, alles zuckelt, alles ruppelt, ey. Mann. Ja, ich bin schon sehr schreckhaft. Ich weiß. Tut mir leid. Tut mir leid. So leid. So leid. Oh, Leute. Leute. Das war gerade ein Running Gag aus meiner Schulzeit. Wir hatten irgendwie immer als, ja, wie soll man sagen, als Klassensprecher musst du die Leute immer im Zaun halten. Dann hatten wir eine Klassensprecherin, ich glaube nicht, dass sie diese Videos jemals zu Gesicht bekommen wird, aber auf jeden Fall war das so lustig. Sie hat dann immer, versucht, praktisch die Leute runterzubringen und die hat dann immer so dieses Leute, so einfach ausgesprochen, so voll aggressiv, so Leute, ne? Was ja irgendwie auch vollkommen legitim ist, ne? Man darf das ja auch so aggressiv aussprechen. Auf jeden Fall haben sich das ein, zwei Leute dann eben zum Spaß gemacht, ja, sie damit so ein bisschen zu veräppeln. Und dann kam es halt raus, dass, ja, keine Ahnung, irgendjemand ist im Stift runtergefallen. Und auf einmal kam von Person, die Person, also von einer anderen Person, die Dame aufziehen wollte, dann so, ach Leute, Leute, so total zu völlig den bescheuerten Sachen. Also wirklich Sachen, wo man sich denkt, so, Alter, warum das jetzt, ne?